Long time no see, ich weiß. Dafür jetzt aber ein ganz besonderes Video, denn wir zwei Schätze sind heute 13 Jahre zusammen. Long time. Richtig, richtig krass, oder? Ja. Voll, voll schön. Aber immer noch schön wie am ersten Tag. Ja, wir verbringen den Tag heute ganz besonders und zwar im Disneyland Paris. Wie könnte es nicht romantischer sein? Und wir wollten euch bei diesem besonderen Tag mitnehmen und teilhaben lassen, denn wer weiß, was noch so alles passiert. Und wir starten direkt, denn wir sind zu einem besonderen Anlass hier. Disney hat zur Influencer-Olympiade eingeladen und wir sind Teil des Deutschland-Teams mit noch zwei anderen Paaren und treten gegen andere europäische Länder an, um einen Pokal zu holen. Ja. Und wir werden heute ein paar verschiedene Challenges machen und dürfen quasi vor Parkeintritt rein. Es ist, wie spät ist es? Was sagt deine Uhr? Guck mal, richtig cool. Es ist 7:03 Uhr. Der Park öffnet in, ich glaube, 2-3 Stunden. Und die Sonne geht gerade auf und oh, das sieht bestimmt richtig toll gleich aus, wenn wir vorm Schloss stehen. Los geht's, ha? Pack mal. Kriegen wir das hin? Wir sind Team Nummer 1 von der Tandem-Challenge. Seid ihr ready? Ja, aufgeregt. Okay, ihr müsst, ihr holt jetzt den Envelope. Ja, 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 ja. Ja, wir geben Gas. Halten! Wie? Nicht runter! Oh! Nein! Hallo! Ja! Du musst treten! Ja, ich kann nicht schalten! Okay, ich kann nicht schalten. Warum nicht? Du kannst doch hochschalten. Nee, wie denn? Mit der Gangschaltung. Hier kann ich nur runter. Nein, hoch. Wie? Den anderen Hebel. Jetzt? Nee. Schalt mal. Jetzt? Nein, ja, höher. Okay. Höher. Ja. Wir können nicht schalten. Du bist einfach letzter. Scheiße. Du schaltest immer weiter runter. Ja, du musst hochschalten. Wo denn? Oh. Wo denn? Wo denn? Schalten! Ja, wo? Bei der Gangschaltung! Ach, jetzt! Ah! Danke! Komm! Alter! Jetzt! Okay! Ah, oh! Wuhu. Ja! Alter! Ja, 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 Lisa! Schalten! Lukas, schnell! Wir sind den ersten Gang gefahren. Ey, ich hab die Gangschaltung nicht gewonnen. Die Gangschaltung nicht gewonnen. Kurze Erklärung in der Action gerade. Jedes Land hatte so ein Tandem hier. Da mussten wir uns erstmal ein bisschen drauf zurechtfinden. Das hier war Deutschland. Und wir mussten hier in 3 Gruppen so verschiedene Aufgaben holen. Wir mussten da hinten hinradeln und Sachen holen. Und am Ende ging es quasi darum, dass wir hier diese Cubes richtig zusammenordnen und dieses Bild hinkriegen. Und wir sind einfach Zweiter geworden. Nach einem erfolgreichen ersten Spiel gehen wir jetzt frühstücken und ja, schon ganz nett so am Jahrestag, würde ich sagen, ne? Irgendwie so besondere Sachen zu machen. Wir sind hier jetzt im Plaza Restaurant, heißt das, glaube ich, und hier sind die sogenannten Character-Frühstücke, also das bedeutet, wir frühstücken hier jetzt gleich und guck mal, da kann man es sehen. Ich glaube, Mickey und Minnie und vielleicht auch noch jemand anders wird uns hier gleich begrüßen und mit uns quasi gemeinsam frühstücken. Wir gehen jetzt hier in ja, den nächsten Bereich und hier findet jetzt die nächste Challenge statt. Das ist so ein bisschen so aufgeteilt, dass in jedem Bereich so ein bisschen eine Challenge hier ist. Von daher, ich glaube, ich weiß gar nicht, was jetzt drankommt, aber das werden wir schon machen. Unsere Gruppe ist hier schon ready, würde ich sagen. Wir haben hier so, was sind denn das so hier? Ja, hier kommt auf einmal Personal. So Masken auf, hier so um die Augen, die verzerren so irgendwas, aus. Oder? Nee, die machen nein, aus mir halt so statt aus. Donnerstag ist heute gerade Freitag. Ah irgendwie. Ja, schön, schön. Ja, wir haben auch hier ein paar Outfits, ne? So nette Hüte. Oh, ich sehe mich jetzt selbst. Hallo. Ja. Genau, ich habe hier noch so ein schönes Tuch um und ich glaube,
wir müssen gleich Dosenwerfen hier machen. Und irgendwie glaube ich noch was anderes. Aber wir warten jetzt hier gerade, weil wir haben gehört, der Schiedsrichter ist noch nicht da. Und der Schiedsrichter soll scheinbar ein ganz besonderer Schiedsrichter sein. Hier ist irgendwie alles schon überraschend gut. Eins, zwei, drei! Den verschiedenen Ländern quasi zusammen. Niederlande haben wir hier und Belgien, glaube ich. Und da hinten ist, was haben wir denn da? Neben Noah. Frankreich. Verlierer, okay. Ja, aktuell sind wir dritter Platz. Schauen wir mal, ob sich das jetzt gleich noch ändert. Die Türen hier gehen gleich auf und dann schauen wir mal, wer gewonnen hat. Ja, also wenn wir nicht gewinnen oder wenigstens Zweite werden, dann bin ich sauer. Ja. Heute Morgen war das Spaß, jetzt ist gerade ernst. Germany! Alle sitzen hier total deprimiert. Und der Gesicht, wie? Ich rede da nicht drüber. Nach der kleinen Niederlage kann man ein bisschen sagen, werden wir jetzt nochmal hier gemütlich durch die Tore von Magic Kingdom laufen zum 30-jährigen Jubiläum. An unserem 13-jährigen Jubiläum. Die 3 zieht sich durch, oder? Das stimmt. Und schauen uns jetzt einfach nochmal zur Feier des Tages das Feuerwerk an und zelebrieren einfach mal uns und unsere Liebe und generell Love Always Wins. Tschüss. Nee, Spaß. Kennt das jemand von euch? Podcast? Tolle Zitz. Sehr hoch im Kurs gerade. Got it all figured out. Wanna do this right. There's a